auch von Chameleon Space 1.0. Ich habe letztes Jahr bei der Stadtverwaltung Herrenberg angefangen mit Arbeiten und die Chameleon Spaces waren da so mein erstes großes Projekt, was ich gleich mit bearbeiten, mit koordinieren durfte. Deswegen, also ich bin auch im Projektteam mit dabei. Von daher bin ich auch jetzt, seit wir wieder die Planung für 2.0 gestartet haben, wieder mit voll mit dabei. Mein Hauptinteresse ist dabei, dass die Stadt Herrenberg, die Innenstadt, weiter belebt wird und sie auch bunter wird, dass man sich besser kennenlernt, dass Begegnung geschaffen wird, dass vielleicht auch Vereine und sonstige Institutionen, die es hier in der Stadt Herrenberg gibt, voneinander erfahren, gegebenenfalls miteinander kooperieren und so viele coole neue Formate für die Stadt entwickelt oder sich auch entstehen. Und ja. Definitiv. Also diese Räumlichkeit oder auch das Chameleon Space, was es verkörpert an sich, ist so flexibel und bietet so vielen unterschiedlichen Veranstaltungen, Workshops, einen Raum, wo einfach die Möglichkeit dann besteht, hier in Herrenberg was aufzubauen oder auch auszuprobieren. Und das bietet das Space und diese Erwartung hat es definitiv erfüllt. Und meine Erwartung hat es auch erfüllt in der Hinsicht, dass die Leute einfach hier sind, reinkommen und auch zu uns kommen und sagen, hey, coole Location, kann ich meines, was ich vielleicht schon in anderen Räumlichkeiten gemacht habe oder noch mache, auch hier durchführen, weil es einfach viel bunter und passender ist. Definitiv. Also allein schon durch die Projektmitkoordination habe ich ja den Beitrag hier, denke ich, mitgeleistet. Aber auch habe ich meine Veranstaltung, welche ich von Seiten der Stadt Herrenberg organisiere und durchführe, auch in den Chameleon Space mit reingenommen und habe die Räumlichkeit einfach genutzt und dadurch auch den Raum den Teilnehmenden für die Veranstaltung gezeigt, um zu zeigen, okay, das ist hier alles möglich. Und das war mir sehr wichtig. Definitiv. Vielleicht mal zur Projektkoordination mal am Anfang. Ich fand es sehr cool, Margit und Victoria von der HDM als auch von der WAS kennenzulernen. Das zeigt einfach, dass wenn ein cooles Projektteam mit dabei ist, dass dann auch so ein etwas größeres Projekt einfach von der Hand geht. Und es, finde ich, spiegelt auch wieder, was die Chameleon Spaces darstellen, dass die nämlich ein Begegnungsraum für Menschen sind, sei es jetzt eben auf Projektteam-Ebene oder aber auch für die Herrenberger Bürger und Bürgerinnen, dass es einfach eine Begegnungsstätte sein kann für unterschiedliche Themen, für Pop-up, für Coworking, für Treffen auf einen tollen Kaffee hier. Und diese Erfahrung finde ich mehr als positiv und das finde ich auch sehr positiv, was das Projekt angeht.